Понимаете, любовь Versteht, die Liebe ist so eine Sache, sie bedarf einer gewissen Pflege. Wir wissen, dass wenn eine Pflanze sehr zart und schön ist, so benötigt diese Pflanze auch eine zarte Pflege, zum Beispiel die Rosen. Sie benötigen eine zarte und feinfühlige Pflege. Wenn es diese Pflege nicht gibt, so werden diese Rosen euch nicht mit schönen Blumen erfreuen können. So ist es auch in der Liebe. Die Beziehung muss zart, rücksichtsvoll und feinfühlig verlaufen. Wenn es diese Sachen in der Beziehung nicht gibt, so wird es auch keine Liebe geben. Man muss eine Sache verstehen. Diese profanen und zwischenmenschlichen Beziehungen, welche sich in der heutigen Welt entwickeln, sie zerstören sehr schnell die familiäre Basis. Zum Beispiel, stellt euch vor, jetzt in der heutigen Welt, ganz besonders im Westen und in den USA schon lange, ist es zur Normalität verkommen, dass wenn ihr eure Freunde trefft, so müsst ihr sie umarmen und küssen. Ist es so? Habt ihr diese Tradition auch schon? Und unter anderem ist es zu einer normalen Sache verkommen, dass wenn du als Frau einen Mann triffst, der als Freund der Familie zählt, so musst du ihn auch umarmen und küssen. Ist es so heutzutage? Nein? Doch, oder? Zumindest in Moskau kann man auf sowas immer öfters treffen. Als ich vor 2 Jahren in den USA war, so wollte fast jede Frau mich küssen, obwohl ich all diese Frauen zum ersten Mal sah. Dort haben sich die Frauen untereinander geküsst und wollten gleichzeitig auch mich küssen. Für diese Tat war ich aber nicht bereit. Wie sieht das Ergebnis aus? Deine Frau schaut zu. Deine Frau hat tiefe und reine Gefühle für dich. Zumindest kultiviert sie solche Gefühle zu dir. Und sie schaut nun gerade zu, wie du mit einer anderen Frau küsst. Auch wenn es in der Gesellschaft so üblich ist. Gut. Wird aber diese Tat bei ihr Glücksgefühle auslösen? Ja. Bei welcher Frau wird sowas Glücksgefühle auslösen? Gibt es solche Menschen? Irgendwie hebt keiner die Hand hoch. Wozu also dieses Küssen? Man küsst sich darum, damit man nach außen eine gute Figur macht. Ihr müsst euch aber entscheiden. Entweder ihr seht nach außen gut aus oder ihr bewahrt eure Familie. Eines von beiden, weil wenn es zu solchen Küssen kommt, so gibt es eine Gefahr, von der ihr nichts wisst. Die Sache ist die, dass ein Mensch nicht in der Lage ist, seine Liebesenergie selbst zu kontrollieren. Diese Energie fließt aus ihm wie ein unaufhaltsamer Strom, der von keinem aufgehalten werden kann. Die einzige Regel hier sieht so aus. Man darf diesen Energiehahn nicht aufmachen. Ein Mann kommt also zu einer Frau, umarmt und küsst sie. Wenn die beiden zu dieser Zeit auf bestimmten psychischen Zentren starke Harmonie verspüren, so beginnt sofort und unmittelbar ein psychischer Strom in großen Mengen zu fließen, welcher von allen Menschen sofort erkannt und gesehen wird. Das ist so eine starke Energie, nicht nur die beiden, die sich gerade so unerwartet geküsst haben, verspüren es, sondern auch die herumstehenden Menschen. Die Frau wird dadurch rot, der Mann wirkt total verdattert. Es kommt also zu einem psychischen Schlag für alle anwesenden Menschen. Dadurch kommt es zum kräftigen Schlag gegen die Verwandte, ganz besonders gegen die Kinder, die das alles ansehen und spüren. Sie sind dann im Schockzustand, weil die Kinder diese Energie der Liebe als ihr Eigentum erachten. In der Tat werden sie darin geboren. Wenn sie sehen, dass der Vater diese Energie der Liebe einem anderen Menschen offenbart, werden sie einfach wütend. Das betrifft die kleinen Kinder. Sie verfallen in eine Hysterie, fangen an zu schreien und zu schlagen. Ich habe solche Situationen oft beobachtet. Das ist schrecklich. Sie sind im Schockzustand, weil sie wirklich spüren, dass die Familie auseinanderfällt. Und so geschieht es auch. So kann man sich in einem bestimmten Moment ins Abseits küssen. Und der Mensch kann mit sich nichts machen. Er wird zum Zombie. Er gelangt komplett unter den Machteinfluss eines anderen Menschen. Zwei Menschen werden zu Zombies. Und ohne es sich zu wünschen, nähern ihre Psyche sich gegenseitig an. Wenn diese Menschen hochgesinnt und willensstark sind, so werden sie sich nicht annähern. Sie werden ihre Wünsche ausbrennen lassen, aber trotzdem ist es ein schrecklicher Zustand. Mehrere Monate lang leidet man dann. All seine Gedanken sind also an diesen Menschen gerichtet. Er denkt die ganze Zeit nach. Und die Familie wird während dieser Monate leiden und langsam auseinanderfallen. Das Familienleben wird von nur einem Kuss sehr leiden. Deshalb muss man nicht bloß ein profanes Leben leben. Man muss auch verstehen, wie man zu leben hat.
Denn nicht alle Regeln dieser Gesellschaft darf man annehmen, sonst wird es später dir noch sehr leid tun.